Oberleutnant Pacher meldet gehorsamst das Einrücken der Ehrenkompanie. Danke, Oberleutnant. Drücke der Kompanie meine Anerkennung aus. Seine Exzellenz, der Statthalter, war beim Abschied sehr entzückt von ihrem Aussehen. Bitte lassen Sie ruhen. Danke. Ab, ab! Rutsch! Oberjäger Krieger! Herr Oberst! Hier fehlt der Knopf. Jawohl, Herr Oberst. Wo ist der Knopf? In der Tasche, Herr Oberst. Weshalb ist der Knopf nicht angelegt, Herr Oberjäger? Ich weiß es nicht, Herr Oberst. Ein Oberjäger muss wissen, was in seinem Zug vorgeht, oder? Jawohl, Herr Oberst. Und Sie wissen es nicht? Nein, Herr Oberst. Das ist bereits zum dritten Mal hintereinander, dass ich diese Vernachlässigung der Uniform bei Ihrem Zug feststellen muss. Warum passiert das nie im Zug des Herrn Leutnant der Reserve Schatz? Ich erwarte die Herren Offiziere in 20 Minuten in der Regimentskanzlei. Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen, Krieger. Die Uniform ist nun einmal seine Marotte. Zweiter Zug! Kehrt euch! Marsch! Unter uns. Wieso sind in deinem Zug tatsächlich immer alle Knöpfe angenäht? Nur sind sie angenäht? Bei mir ist Befehl, dass jeder Zündhölzer bei sich haben muss. Auch die Nichtraucher. Xaforo! Erster Zug! Abtreten! Also auf das mit dem Zündholz wäre ich nie gekommen. Naja, ihr denkt eben alle militärisch, aber ich konstruktiv zivil. Aber okay, solche Witze hast du doch immer schon in der Schule gemacht. Witze nennst du das? Ich bezeichne das als Überlegenheit des Geistes über das uniformierte Gehirn. Oder Vorschubleistung der Faulheit durch Köpfchen. Faulheit? Fortschritt heißt das, bitte. Früher hat man Briefe geschrieben. Tage, Wochen lang sind sie mit der Post gegangen. Heute? Bin nur froh, dass du glücklich wieder beim Telegrafieren gelandet bist. Das ist die größte Erfindung, seit der Mensch die Sprache entdeckt hat. Glaube mir, wer morst, hat mehr vom Leben. Dasselbe sage ich euch. Wenn mich noch einmal einer von euch so blamiert wie vorhin, den stampf ich ein zu Walzenpulver. Ruhe! Das ist nicht zum Lachen. Das ist zum Weinen. Mir kommen die Tränen bei dem Gedanken, dass ihr Kaiserjäger sein sollt. Abtreten! Meine Herren, ich habe Sie hergebeten, um Sie über die Disposition der morgigen Felddienstübung aufzuklären. An der Übung nehmen teil die 1. Kompanie mit feines Abzeichen unter Kommando von Oberleutnant Pacher, ferner die 2. Kompanie unter Kommando von Oberleutnant von Weideck. Wer klopft denn da? Verzeihung, Herr Oberst, ich habe nur die Disposition gemorst. Herr Leutnant Schatz, wenn Sie Ihre Waffenübung beendet haben, können Sie morsen, so viel Sie wollen. Aber jetzt sind Sie Leutnant der Reserve und nicht Ingenieur. Verstanden? Jawohl, Herr Oberst. Danke. Die beiden Kompanien rücken morgen 2 Uhr nachmittags aus und erreichen am Spätnachmittag die Ausgangslage der Übung. Major von Furthof bitte ich jetzt, als Quartierregulierenden die beiden Herren zu informieren. Befehl, Herr Oberst. Die Kompanien sind im Dorf Hartberg einquartiert. Die Übungsleitung bestehend aus dem Herrn Regimentskommandanten, Hauptmann Erlach und mir, ist bequartiert auf Schloss Hartberg. Na, wo bleibt denn dein gräflicher Säugling? Ich brauch den Fratzen, ich habe keine Lust, Gouvernante zu spielen. Mach dir keine Sorgen, das Flaschenkind hat bestimmt verschlafen. Zögling Hartberg meldet sich zur Stelle. Danke. Position, meine Herren. Herr Oberleutnant von Weideck ist als krank nach Innsbruck abgegangen. Herr Oberleutnant Pacher übernimmt das Kommando der 2. Kompanie. Sie rücken gleich zur 2. ab. Den Zögling nehmen Sie sich natürlich mit. Zum Befehl, Herr Oberst. Das Kommando der 1. Kompanie übernimmt Herr Leutnant der Reserve Schatz. Zum Befehl, Herr Oberst. Oberjäger Krieger. Herr Oberst. Sie gehen dem Herrn Leutnant der Reserve
Zur Hand! Zu Befehl, Herr Oberst! Sofort abrücken! Ab! Ab! Doppelein! Rechts! Marschieren! Kompanie! Marsch! Ruh. Gehorsams Bataillon zum Abmarsch gestellt. Alles in Ordnung? Zu Befehl, Herr Oberst. Alles in Ordnung. Danke. Abrücken! Direktion Innsbruck! Bataillon! Hopp! Ach! Doppelrein! Rechts! Um! Marschieren! Bataillon! Marsch! Auf Wiedersehen, Kinder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.